Wieso ist das jetzt heruntergegangen? Ah, wegen, weil ich das geöffnet habe. Das ist jetzt nicht wichtig. Ja, aber wenn du doch schon im fremden Garten bist, kannst du doch noch ein bisschen rumschleichen, oder? Ah, den Laster kann ich vielleicht später noch brauchen, aber ohne Hilfe kann ich ihn nicht reparieren. Ja, der muss auch nicht repariert werden. Weg mit dem. Es wäre zu gefährlich, die Ermittlungen allein fortzusetzen. Ich komme mit Unterstützung wieder. Jetzt wirklich, jetzt können wir nichts mehr machen hier. Also ich wäre jetzt ehrlich gesagt gerne noch in fremde Gärten rumgeschlichen da. So. Mit etwas Stacheldraht hätte ich daraus genau ganz flugs eine Drahtbürste gemacht. Für was auch immer. Okay, bei der Klippe können wir noch was machen. Ah, wir müssen den Stacheldraht zuerst... Ja, jetzt mach mal den weg. Die Frage ist nur... Ah, da unten ist was. Nee, das geht ja nicht. Oder geht das? Ah, nee, ich kann ja den... ich dachte, den könnte man hier zum Heben nutzen. Ja, das Auto ist eigentlich bereit. So gesehen. Mich würde schon noch interessieren, was wir jetzt hier noch machen könnten. Ah, nee, ah, jetzt. Hier fehlt auch noch was. Gut, komm, wir gehen jetzt. Nicht hier hin. Hier war ja auch noch was. Ah, hier können wir noch eine Notiz wegnehmen. Briefkastenschlüssel. Der sieht eher wie so ein Imbusschlüssel aus, sorry. Oh, und Bilder, super. Eine Kombination. Auf dem Blatt Papier, das in dem Karton angeklebt war, sind drei Abbildungen von New Yorker Sehenswürdigkeiten. Die Reihenfolge ist sicher kein Zufall. Dann lernen wir diesmal sogar noch was. Das war nämlich hier... Wo war jetzt das? Ah, die Statue, genau. Vielleicht sollte sie mal mir noch anschauen, bevor ich da hingehe. Also, es ist die Brücke, Empire State Building und die andere Brücke, oder wie sehe ich das? Diese hier, das da, Brücke. Ein Zahnrad. Ja, ich ermittle jetzt mal hier locker weiter, würde ich sagen, oder? Also, ich löse den Fall alleine hier. Brauchen wir die anderen Deppen gar nicht. Gut, jetzt noch den Briefkasten hier. Wo ist denn der Briefkasten? Den gibt's hier nicht, hä? Ach da, ah. Ein Paket. Da, kein Problem, das machen wir auf. Das ist kein Problem. Hier machen wir auf. Was kommt raus? Eine Adlerfigur. Okay, was soll ich jetzt mit einer Adlerfigur? Gut, bringt mir da nichts. Also würde ich sagen, wir steigen in unser Auto. Tschüss zusammen. I couldn't believe my eyes, but it really was Thomas Martell, risen from his grave. But how did he manage to return from death? And where did he disappear to afterwards? I must return to Order headquarters for help. Professor Bishop can help me figure this out. Das HQ. Laura! Hey! Over here! Over here! Over here! Was denn hier passiert? Also, jetzt rätseln wir noch im Hauptquartier, wo wir eigentlich alles ein Glas Saft. Eine Postkarte. American Museum of Natural History. Das in Manhattan stehende Museum hat eine der größten Sammlungen weltweit. Insgesamt kümmern sich mehr als 200 Wissenschaftler und um mehr als 32 Millionen Ausstellungsstücke, die aus Platzmangel nicht zur gleichen Zeit ausgestellt werden können.
32 Millionen, ist das echt wahr? Boah, krass. Also wenn ich mal in New York bin, dann muss ich da mal vorbeigehen, glaube ich. Also gut lernt man das in so einem kooperativen Spiel wie diesem hier. Ist unglaublich, super. Das überrascht mich echt gerade. Den lassen wir mal stehen. Ein R. Das ist die 6R oder wie. Hat echt was mit dem Kacheln auf dem Boden zu tun. Nur ist die Frage, was hier zusammenpasst. Das ist schwer zu sagen. Was haben wir hier? Ich brauche einen Haken oder einen Griff. Ich habe natürlich alles im Griff hier. Aha. Kurbeln und da geht der Kronleuchter. Eins ist die Lampen dran machen, zwei hochziehen, drei, sie leuchten genau über. Sie leuchten genau über den Platten. Okay, das ist dann das Ziel. Da fehlt auch noch was, aber was da fehlt. Wir gehen mal zu ihm da. Oh, der ist älter geworden. Laura, how nice to see you. I'm afraid I can't open the door right now. I was digging in the archives inside the Hall of Fame. And when I went to leave, the door had become stuck somehow. Order HQ hasn't been active for quite some time now. Rust and dust and chaos everywhere. No wonder the door handle jammed. I tried calling for Will, but I guess he was too occupied with his studies to hear me. Could you find him for me, Laura? He'll think of something to set me free. He should be in the lab. Here's the code for you. Alter, was? Kombination, okay. Der geht... Da ist einfach mal die Tür so verrostet, er geht trotzdem rein. Okay. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier drüben. Ah, da kommen wir nicht rein, weil hier die Szene ist. Kombination für was? Hier natürlich. 451, stimmt das? Ah, für 4, 5, 1, 3. Stimmt dir fast. Telefon. Warte mal schnell, wie sind wir jetzt da hochgekommen? Ah, hier so eine Treppe, okay. Hallöchen. Oh, Laura! I was using my soundproof headphones, so I couldn't hear you. I was deep inside an experiment to increase the brain power of rats. What's that? Bishop's locked himself in the Hall of Fame? Yeah, me and the professor tried tidying up a bit ourselves. We weren't hugely successful, really. I even started working on an anti-rust agent, but I'm lacking some ingredients. Here, let me show you. Neue Aufgabe, Rost bitte. Bishop is in the Hall of Fame. Ja, es tönt fast so. Fast. Bishop steckt in der Ruhmshalle Hall of Fame West. Dort, wo auch Elvis Presley zum Beispiel ist. Das alte Schloss klemmt. Ich muss Will finden und... Ah, der heißt so, okay. Und ihm sagen, dass wir den Professor befreien müssen. Ja, ist dir kein Problem. Er arbeitet seit dem Fall Hochspannung bei uns. Hoffentlich kann Will ein Rostmittel herstellen, damit der Professor nicht allzu lange ausharren muss. Ja, ich muss sagen, ich kannte ihn sogar noch. Oh, was habe ich jetzt? Ah, das sind die Postkarten. Das ist die Aufgabe, ich wollte das andere. Wo war das nochmals? Ah ne, das sind die Aufgaben, genau. Gut. Aha, Tierversuche. Tierversuche sind grausam. Ist jetzt das hier wieder? Da fehlt das wichtigste Teil, die Ratte. So. Führe das Viereck mit Hilfe der Maus ans Ziel, indem du auf die Knöpfe drückst. Da unten, oder was? Ach so. Gut, hätten wir vielleicht früher drauf kommen können. Nein! Oh. Boah, das gibt's doch nicht. So ätzend hier. Nein, Alter.
So, Konzentration. Weißt du, die Schalter sind so klein, kann ich auch mit der Maus, mit der Pfeiltasten. Ah, oh, da geht es auch. Na gut, das. Dann seht ihr jetzt das. Oh, gar nicht überlegt. Gut, wir machen es nochmals. So, jetzt kommt er gar nicht mehr nach hier. Ah, ne, nicht so, so und. So, da haben wir das. Im Ernst. Ah, und die. Ah! Tierversuche sind grausam, aber wir sammeln die Ratte ein. Ist sie jetzt gerade noch gestorben, oder wie? Vakuumdiode, aha, Filter. Chamäleon-Objekt, okay. Ah, hier kann ich nichts. Sammelobjekt. Da könnte man mal selber machen. Ja, mit Saft. Also echt. Glas Wasser. Keine Ahnung für was. Da ist auf jeden Fall eine Tür. Sieht aus wie ein Laufrad für Hamster. Sorry. Und da kommt die erste Wimmelbildszene. Aber wir schauen hier zuerst mal um. Ohne einen Trichter geht alles daneben. Gut, haben wir nicht. Schraubenzieher, haben wir die Gabel doch? Natürlich nicht. Die schmeißt ja immer alles Wichtige weg. You better not stick your hands inside. It's an alkali after all. Alkali, aha. Ne, geht natürlich nicht. Das ist die einzige Szene hier, da eine. Ist das eine Kerze oder was soll das sein da? Na, dann würde ich sagen, wir wimmeln mal. Und ich liebe ja die Wimmelbilder hier. Finde die am unteren Bildrand des Umriss dargestellten Gegenstände. Weil die muss man immer so kombinieren. So, und jetzt hat es wieder was Neues gegeben. Die Batterie zum Beispiel, die Schere. Aha, die Schwere ist völlig verschmiert. Na gut. Wir brauchen also was zum Abdecken. Mit dem Mikroskop könnte ich eine sehr kleine Schrift lesen. Da fehlt auch was. Okay, hier ein Tuch. Damit gehen wir mal hier hin. Lappen nennt sich das hier. Eine Schere. Okay, hier, das muss man sicher auf... Genau, das ist schon so offensichtlich. Aber die Schnur ist wieder mega dick hier. Den Lappen behält sie natürlich nicht. Tresorschlüssel. Das Kabel ist kaputt. Tresorschlüssel. Linse, die kommt sicher hier hin, oder? Ja. Wir brauchen ja wahrscheinlich das die letzte Dings brauchen wir. Hier Batterie rein. Berühre die Glühbirnen bis in jede Reihe und spalte jede Farbe, die einmal vorkommt. Hä? In jeder Reihe. Ach so. Gut. In jeder Reihe und jeder Spalte. Okay, wir gehen strategisch hier. Das stimmt. Das nicht. Das stimmt. Hier muss pink sein. Und, nee, hier muss... Ah, es geht gar nicht auf so. Wir haben einmal grün, zweimal grün, dreimal grün. Einmal pink, einmal blau.
Einmal pink, einmal blau. Ah, ja, das war's schon. Besser nicht nachfragen. Lötlampe.